Hallo Leute, es geht weiter mit Remember Me. Ja, wir müssen weiter hinter den Remini-Szenen her. Warum? Nee, zurücksetzen will ich das aber nicht. Hier ist wieder der medizinische Stuhl, den ich nicht bewegen kann. Was kann ich dann? Oh, das ist immer so ein Labyrinth hier. Kann ich mir hier wieder was schnappen, was holen? War ich in diesem Raum nicht schon mal? Hier kann ich mich auf jeden Fall heilen. Auch schon mal was wert. Hatten wir nämlich anscheinend ziemlich nötig. Da ist eine Treppe. Nee, da komme ich doch her. Ich war doch oben schon. Oder soll ich hier wieder hin? Kann ich hier durch die Scheibe vielleicht was machen? Ich soll nach unten, glaube ich. Dieses Aug-Kompass zeigt mir, glaube ich, immer an, wo ich lang soll. Mir mal so aufgefallen. Ich habe das sonst immer so ein bisschen ignoriert. Noch weiter da lang. Aber warum sollte ich die zurücksetzen? Warum? Kann ich hier irgendetwas tun? Was wollt ihr von mir? Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich glaube, ich muss mit ihm synchronisieren, weil ich habe gerade das gelbe Leuchten blinken gesehen. Das ist aber voll da in der Ecke und da kommt sie gar nicht ran. Wie mache ich das denn? Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Seht ihr das? Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich glaube, ich soll, aber ich bin mir nicht sicher. Warte, kann ich hier, wenn ich das... Ich lasse es laufen und lauf mal nach oben. Testsubjekt wird katalogisiert. Oh, da ist noch ein Skaramell. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Verdammt. Wo könnte ich ihn denn finden und sehen? Von hier sehe ich ihn doch nicht, oder? Da sehe ich zwar da hinten die Remini-Szene, aber... Ich muss diesen Dr. Quaid mit dem, oder da, ich muss ja immer mit synchronisieren, damit es weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade der Haken ist, weil das so gelb aufleuchtet, so typisch wie wenn ich das machen muss, aber wenn er hier nicht vorne steht, wie soll ich das denn machen? Subjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Es tut mir leid, dass ich es nochmal anmachen muss. Es tut mir leid. Testsubjekt wird steht ja auch nichts hier an der Seite. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Komm. Wir sehen uns sehr bald. Mann, das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Nicht. Mann. Verdammt. Ich muss ihn doch irgendwie finden. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjektnummer 84217, Bad Request, da. Gedächtnisjäger. Transfer ja, genehmigt. Von hier kann ich es bestimmt machen, oder? Wir sehen ja. uns sehr bald. Das könnte Super. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Okay, ich hab's geschafft. So, und das habe ich jetzt... An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quaids irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu.
Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nie. Den kaputten Gehirnen dieser Menschen eine Persönlichkeit einzuimpfen, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Reapers zum Ursprungszustand zurück. Rekondatierung. Wir müssen das stoppen. Führt er mich jetzt da raus, wo ich nämlich sonst nicht lang kann? Bitte, Stuhl, helfe mir. Stuhlilein. Ne? Ja. Geht doch. Oh, ich hab's endlich geschafft. Halt. Was war das? Was war was? Warte, das kann ich doch hier nehmen. Ja, das kann ich wohl. Subjekt Nummer 84178, Nillin, Terroristin, Transfer genehmigt. Oh oh, ich habe ein ungutes Gefühl. Dieser Gang. Die Farben. Hier war ich schon mal. Ja, klar. Eine Wiederkehr in die Hölle. Hier wollten sie mich auseinandernehmen. Am Anfang mussten wir ja diesen gelben Strich immer folgen. Und es ist eine schreckliche Erinnerung. Ganz schlimm. Es war einer so der heftigsten Einstiege. Verdammter Flashback. Ein Schlaglicht auf mich selbst. Dieser Ort ist ein Hexenkessel. Vielleicht ist es besser, dass du vergessen hast, was du hier durchgemacht hast. Hey, du hast mich doch aus dieser Hölle rausgeholt. Ich bin dir so dankbar. Genug geredet, Schwester. Jetzt geht es darum, Dr. Quaid schnell zu stoppen. Ja, wir müssen ihn irgendwie jetzt stoppen, den Schweinehund. Und es wird sicherlich ganz schwierig mit ihm, das weiß ich jetzt schon. Also ich kann es mir einfach gut vorstellen. Nach den ganzen letzten Bosskämpfen weiß ich einfach, dass es schwierig wird. Aber ich freue mich drauf, echt ihn fertig zu machen für all das, was er den Leuten hier angetan hat. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau, rechtzeitig. Sebastian! Mist. Das ging ganz schön schnell, obwohl ich hier die ganze Zeit hin und her gesprungen bin. Naja, es wird wieder ein warm werden Kampf erstmal. Mal gucken, wie schnell ich das hier gewuppt kriege. Seine Handlanger fertig zu machen. Ja, ja. Anfänger.
Also gleich habe ich ihn. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein schwarzer Enforcer? Der ist ja richtig übel. Vielleicht gibt's ja in unserem kleinen Tagebuch ein paar Informationen über den. Ich habe doch so viele Informationen über Gegner. Vielleicht steht da ja was drin, hier im Tagebuch. Bei Gegnerinformationen, vielleicht ist ja der dabei. Ist das der hier? Oder ist das ein normaler? Er ist bestimmt weiter unten. Da, den hier. Das ist ein schwerer Enforcer. Schwergerüstete Version des Enforcers, ausgerüstet mit einer 3K-Schild. Fertigkeit, Hauptangriff, Tonfangriff, bla bla. Die Logikbomben-Impression der Junkbolt-Spammer durchbrechen Schilde. Weichen Sie Spartan-Angriffen aus. Okay. Gewagt. Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Das halte ich ja nie. Nein! Wow, wow, wow. So, jetzt mache ich dieses komische, diese Sensentarnung. Ja, das mache ich jetzt mal. Und suche mir wen hier? Ihn hier. Ja, super. Gerade geschafft. Ein Schuss und tot. Naja, ich war halt gerade eben schon so knapp dran. Machen wir noch einen Versuch. Aber das mache ich auf jeden Fall gleich nochmal, wenn ich soweit komme. Diese Unsichtbarkeitsgeschichte auf den schwarzen Enforcer anzuwenden. Oh Gott, es ist echt schwer. Ich meine, es ist schon peinlich gerade. Ja, es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich gebe mir Mühe. Ich sitze hier und denke, ja, komm schon. Ich mach ganz schnell. Echt jetzt. Es ist schwer. Na komm, nicht alle so auf einmal. Das ist vielleicht ganz gut. So, Sensentarnung. Und jetzt ihn hier. Ja, nimm. Ja, Mano! Das gibt's doch nicht. Jetzt war ich schon so gut dabei und dann kommen immer diese Flugdinger und sie reagiert manchmal nicht so schnell, wenn dann trifft er mich von hinten und das war's dann auch schon wieder. Ah, vielleicht sollte ich die mal zuerst ausschalten. Die sind ja super nervig. Das war jetzt wieder blöd. Ja, Mann. Ja, sie ist ja gleich schon wieder. Menno. Lass mich doch mal durch. So. Oh, Mann. Ist auch irgendwie nicht so eine dolle Idee, die zuerst zu nehmen. Was denn dann? Gib hier keine Befehle, du Arsch. Ja, nein. Oh Mann, jetzt hat er mich noch so an der Fußhacke getroffen. Nein, das ist nicht gut. Ja, hallo?
mich in Ruhe. Ich gebe mir Mühe. Oh Gott, es ist so schwer. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist hier, was ich mache. Ja, nein, hör auf mich zu treffen immer dann. Das ist voll... Mann, das regt mich auf. Ich vor allem, ich bleib ja nicht stehen. Ich bin nur am Laufen und die treffen mich immer. Immer, egal was ich mache. Auch am Fuß oder so. Das ist voll gemein. Keine Lust mehr, ihr seid alle doof. Ja. Ja, und sie bewegt sich nicht. Gerade eben, ist nicht so, als ob ich das nicht kommen sehe. Sie ist nur zu blöd. Ja, siehst du, jetzt springe ich und dann... Ja. Ja. Ich meine, mein Fehler, das gebe ich zu, ist immer, dass ich so einen starken Schuss auf dem Enforcer mache. Eigentlich will ich den immer auf die hinteren machen. Und dann schieße ich aber, weil ich gerade so hektisch bin, dann immer aufs Versehen auf den Enforcer ab. Und dadurch verliere ich halt relativ am Anfang viel zu viel Energie. Boah, der blockt noch voll ab, der Arsch. Ja. Ja. Ja, alles gut. Ja, schlagt alle drauf. Okay. Ja, lauf, 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 lauf. Nein. Ich bin sowas von tot. Ich habe nur noch einen kleinen roten Balken. Was mache ich? Ich mache eine Logikbombe. Ich mache eine Logikbombe. Und bei meinem Glück sterbe ich mit. Nein. Ja. Ich war am Laufen, aber sie treffen mich einfach immer. Ich weiß nicht, wie ich so schnell... Ich weiß nicht, warum. Sonst kann ich diesen Flugdingern immer ganz gut ausweichen. Oder vielleicht ist der Kreis gerade zu klein und... Ab und zu blockt auch noch der schwarze Enforcer, also es ist echt eine Kunst für sich hier gerade. So, dem habe ich schon mal einen starken Schuss gegeben. Nee, das war nicht gut. Nein, weg. Dem habe ich auch einen starken Schuss gegeben. Nein. Nein. Jetzt hat er mich wieder von hinten getroffen. So, Logikbombe. Das wird doch wieder nicht. Ja, ich werde jetzt mal einen Cut machen und mich alleine ein bisschen durchschlagen und dann schalte ich wieder zu, wenn ich ein bisschen weiter bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder und es ist nur noch der schwarze Enforcer übrig. Ja, ich sitze hier schon wieder und bin hier voll am Schwitzen und Kämpfen und Sterben und Kämpfen und Sterben und Kämpfen. Und jetzt habe ich nur noch den Schwarzen. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Der Spieß wird umgedreht, kleine Lady. Was hast du mit mir gemacht? Oh nein, nicht noch eine Runde. Nein, nicht noch eine Runde. Nein, nicht noch eine Runde. Ich glaube. Weg, weg, weg. Oh Gott. Einfach nur weg. Was mache ich am besten? Können wir dieses Roste in Frieden machen? Ich versuche mal mit einer Raserei. Weg, 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 weg. Oh no, no, no. Kriege ich die zweite Runde geschenkt? Also ich meine, muss ich das jetzt alles nochmal machen? Bitte nicht. Ich bin so weit gekommen. Gleich bitte in die zweite Runde.
Ist es automatisch gespeichert? Scheiße, bis gleich. Oder? Ja, toll, bis gleich. So, Leute, tut mir leid, dass ihr die letzten Kampfszenen nicht gesehen habt, aber ich hab's geschafft und ich bin einfach froh, dass ich es gerade geschafft habe und deswegen geht's jetzt weiter. Johnny Greenteeth ist hier? Ich sagte doch schon. Johnny erinnert sich an vieles, was andere lieber vergessen. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ihr jetzt die letzten Kampfszenen nicht sehen konntet, aber ich habe am Anfang das hinbekommen, sehr gut mit Sensen DOS. Damit waren zumindest für kurze Zeit immer die Flugdinger ausgeschaltet. Dann konnte ich mich wenigstens hier und da um Enforcer kümmern, ein bisschen Energie zurück erlangen. Und die danach kam, das war ein so ein Roboterviech. Da habe ich dann dieses Ruhe in Frieden oder Roste in Frieden oder wie es heißt genommen. Und dann sind die Enforcer auf diesen Roboter losgegangen, statt auf mich. Das war sehr, sehr gut. Das hat die ganz schnell außer Gefecht gesetzt. Und danach kam halt nochmal ein schwarzer Enforcer und die zwei weißen, die hier liegen. Habt ihr ja gerade noch gesehen, hier, die liegen hier. Und da habe ich dann nochmal eine Raserei angewendet und so bin ich jetzt durchgekommen. Also ihr könnt es ja da anhand meiner Erklärung jetzt gut vorstellen, wie das denn so ging. Das nächste Mal mache ich es dann auch wieder so, dass ihr es seht und schaut, was ich mache. Aber manchmal denke ich mir auch immer so, ach, was soll das jetzt? Mache ich einen Cut und ihr müsst ja nicht sehen, wie ich jetzt 100 Millionen Mal sterbe. Und wir sollen da vorne hin. Okay, gut, ich muss jetzt hier einen Cut machen, weil sonst wird der Part auch viel zu lang. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Remember Me. Bis dann.